Guten Tag, meine sehr geehrten Damen und Herren, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, meine sehr verehrten Damen und Herren Sachverständigen. Ich begrüße Sie ganz herzlich zu unserer öffentlichen Anhörung im Ausschuss für Gesundheit. Ich würde gern zu meiner Linken den parlamentarischen Staatssekretär Dr. Thomas Geppert begrüßen, der sicherlich in den nächsten Minuten hier eintreffen wird, sowie weitere Vertreterinnen und Vertreter der Bundesregierung, die bereits da sind. In unserer öffentlichen Anhörung beschäftigen wir uns mit einem Antrag der Fraktion Die Linke, Eigenanteile in Pflegeheimen senken, Menschen mit Pflegebedarf finanziell entlasten. Wie Sie vielleicht eben bemerkt haben, hat es die Übergabe eines offenen Briefes und einer Unterschriftenliste gegeben von Bewohnern von Seniorenheimen in Ostbrandenburg. Das passte letztendlich auch zum Thema dieser Anhörung. In dieser Anhörung geht es ja um einen Antrag der Fraktion Die Linke, um eine Begrenzung der Eigenanteile für Menschen mit Pflegebedarf in Pflegeheimen sowie um die Umwandlung der Pflegeversicherung in eine Pflegevollversicherung, damit also die Umsetzung einer flächendeckenden tariflichen Bezahlung der Pflegekräfte nicht zulasten der Menschen mit Pflegebedarf geht. Ich freue mich auf einen interessanten und spannenden Austausch. Bevor wir in die Diskussion einsteigen, möchte ich ein paar Erläuterungen geben zu der Anhörung. Die Anhörung wird genau 90 Minuten dauern und die Fraktionen werden abwechselnd in einer festen Reihenfolge Fragen stellen. Und die Reihenfolge ist vorgegeben durch die Stärke der Fraktionen. Und der vorliegenden Liste können Sie entnehmen, wer wann welche Frage stellt. Jede fragestellende Fraktion stellt eine Frage an einen Sachverständigen. Ich habe eben gesagt, nach 90 Minuten wird die Anhörung beendet. Und ich bitte darum, dass wir die Wortbeiträge möglichst kurz halten, damit viele Fragen gestellt werden können und dass also viele Sachverständige auch zu Wort kommen können. Ich bitte die aufgerufenen Sachverständigen, bei der Beantwortung der Frage die Mikrofone zu benutzen und sich immer mit ihrem Namen und ihrem Verband vorzustellen. Das erleichtert einerseits die Protokollierung, aber es ermöglicht auch den Zuschauerinnen und Zuschauern eine direkte Zuordnung der Sachverständigen. Und gleichzeitig danke ich allen Sachverständigen und Experten, die eine schriftliche Stellungnahme abgegeben haben. Wir haben hier im Ausschuss die Regel, dass also Mobiltelefone, die sich bemerkbar machen, den Besitzer 5 € entlocken für einen guten Zweck. Und ich weise darauf hin, dass die Anhörung digital aufgezeichnet und live im Parlamentsfernsehen übertragen wird. Außerdem können Sie sich die Anhörung in der Mediathek des Deutschen Bundestages anschauen. Das Wortprotokoll der Anhörung wird auf der Internetseite des Ausschusses veröffentlicht. Soweit die Formalien. Und dann darf ich das Wort geben an die Abgeordnete Karin Mack für die erste Frage. Ja, vielen Dank, Herr Vorsitzender. Meine Frage geht an den Einzelsachverständigen, Herrn Professor Dr. Thüssing. Mit dem Antrag oder der Antrag will durch eine Umwidmung des Pflegevorsorgefonds die Finanzierung der aktuellen Pflegekosten erleichtern. Herr Professor Thüssing, wäre dies rechtspolitisch wünschenswert und vor allem auch verfassungsrechtlich zulässig? Vielen Dank. Ich erteile das Wort dem Einzelsachverständigen Professor Dr. Thüssing. Herzlichen Dank, Herr Vorsitzender, für die Möglichkeit, hier den Eisbrecher
zu geben. Ich halte es für rechtspolitisch weder wünschenswert noch verfassungsrechtlich ganz unproblematisch, den Pflegevorsorgefonds einfach umzuwidmen. Rechtspolitisch deswegen verfehlt, weil der Pflegevorsorgefonds erfüllt wichtige Aspekte der Generationengerechtigkeit. Die einzelnen Voraussetzungen und Ziele des Pflegevorsorgefonds haben nicht nur ich, sondern auch Frau Kochskemper, der GKV-Verband, in seinen Stellungnahmen ausführlich beschrieben. Diesen Instrument mag für seine Ziele, Generationengerechtigkeit darzustellen, vielleicht nicht ausreichend sein. Mit dieser Begründung aber ihn ganz abzuschaffen, hielt ich für den falschen Schritt. Man sollte sich dann eher um einen Fortschritt, nicht um einen Rückschritt bemühen und versuchen, diese Mittel vielleicht noch auszubauen, nicht aber abzuschaffen. Dies auch deswegen, weil verfassungsrechtlich es durchaus nicht unproblematisch ist, einen Beitragsteil, der in der Vergangenheit ja durch Beiträge erbracht wurde, der einem ganz bestimmten Zweck gewidmet war, auf einmal einem anderen Zweck zukommen zu lassen. Ich würde insofern die Unbekümmertheit des Wissenschaftlichen Dienstes des Deutschen Bundestages nicht teilen, die hier letztlich kein Problem sehen. Die Stellungnahme, die der Wissenschaftliche Dienst erarbeitet hat, arbeitet hier mehr in Salami-Argumentation nach dem Motto, wenn das, dann wäre aber zumindest dann. Ich glaube, wir haben hier Fragen der Rechtfertigung und diese Fragen der Rechtfertigung, ob diese Umwidmung tatsächlich zulässig ist, sind immer Fragen, die letztlich inkommensurable Größen miteinander vergleichen müssen. Insofern würde ich dieses Ergebnis als offen bezeichnen und weil es offen ist, sollte man und rechtspolitisch verfehlt ist, sollte man sich diesen Gedanken nicht weiter öffnen. Vielen Dank. Die nächste Frage stellt Frau Dittmar von der SPD-Fraktion. Ja, danke, Herr Vorsitzender. Meine Frage richtet sich an die AWO. Wie begründen sich die teils massiven Anstiege der Eigenanteile und bei den einzelnen Einrichtungen und welche Entwicklung ist für die Zukunft zu erwarten? Vielen Dank. Ich darf das Wort erteilen an Herrn Böhlicke von der AWO. Ja, Klaus Böhlicke, Arbeiterwohlfahrtbundesverband. Vielen Dank für die Frage. Wir haben die Situation insbesondere in den neuen Bundesländern und hier in Brandenburg, dass wir ein Tarifniveau haben, das deutlich noch unter den Tarifen in den alten Bundesländern liegt. Insofern war hier ein Aufholbedarf notwendig. Es hat über dreijährige Tarifverhandlungen gegeben, die dann letztes Jahr zu Abschluss geführt haben und nicht nur eine normale Lohnsteigerung, sondern auch ein Aufholen erreicht haben auf annähernd Westniveau. Das war auch notwendig, denn wir hatten insbesondere in den Berlin-nahen Gebieten das Problem, dass das Pflegepersonal nach Berlin abgewandert ist, weil hier in Berlin höhere Gehälter gezahlt wurden und wir in Brandenburg die Situation haben, dass Einrichtungen, Abteilungen schließen mussten, weil nicht genug Personal da war. Insofern war Ziel dieser Tariferhöhung und Anpassung ja gerade auch diese Abwanderung zu stoppen. Das führte dann dazu, dass wir aber eben Steigerung der Entgelte auf Personalkosten basierend je nach Einrichtung und verschiedenen Personalgruppen im Schnitt zwischen 10% und 16% hatten, in Einzelfällen sogar bis 35% und das nicht nur bei den pflegebedingten Kosten, weil die Tarifverträge ja nicht nur für das Pflegepersonal bei uns gelten, sondern auch für sonstige Beschäftigte. Das heißt, das, was in den Sachkosten sich niederschlägt, also zum Beispiel Hausmeister, Angestellte in der Küche und Ähnliches, ja auch von dem Tarifvertrag betroffen sind und es hier auch weitere Erhöhungen gab. Vielen Dank. Die nächste Frage stellt Professor Gerke von der AfD-Fraktion. Meine Frage geht an den GKV-Spitzenverband. Und es ist so, es ist ja unstreitig, dass auch Heimbewohner Beiträge in die GKV einzahlen und damit eigentlich auch Anspruch auf entsprechende Leistungen aus der Krankenversicherung hätten. Meine Frage ist, warum übernimmt die GKV nicht oder nicht auch die Leistungen der medizinischen Behandlungspflege? Und wie hoch schätzen Sie die Mehrausgaben bei Übernahme dieser Leistung? Und sind diese Mehrausgaben durch die GKV-Beträge der Versicherten bereits gedeckt oder sind sie größer? Vielen Dank. Ich darf das Wort erteilen dem Herrn Weller vom GKV-Spitzenverband. Ja, Michael Weller, GKV-Spitzenverband. Vielen Dank für die Frage. Nach Schätzungen des GKV-Spitzenverbandes würde ein
eine Umfinanzierung der medizinischen Behandlungspflege von der Pflegeversicherung in die GKV einem Volumen von etwa 3 Milliarden Euro entsprechen. Das wäre aber nur dann der Fall, wenn man die vollstationäre Versorgung dort mit berücksichtigt. Je nachdem, wie eine solche Regelung ausgestaltet wird, müsste man davon ausgehen, dass auch teilstationäre Pflege, Kurzzeitpflege, Tages- oder Nachtpflege mit einberechnet wird. Dann würde sich der Betrag entsprechend erhöhen. Weiterhin müsste berücksichtigt werden, wie man dann eine solche Regelung konstruiert, ob es Einzelleistungsabrechnungen gibt oder ob es eine pauschalisierte Form der Finanzierung gibt. Einzelleistungsabrechnungen, wissen wir alle, hätte dann immer auch ohne entsprechende Regularien einen Mengenanreiz zur Folge. Also je nach Ausgestaltung ein deutlich höheres Finanzrisiko als rund 3 Milliarden Euro. Warum übernehmen wir das heute nicht? Ja, weil im SGB XI die Regelungen so gestaltet sind, dass die Pflege aus einer Hand finanziert werden und die medizinische Behandlungspflege bei der stationären Altenpflege nicht aus Mitteln der GKV zu finanzieren ist. Wenn Sie eine Frage oder wenn Sie es versorgungspolitisch noch beleuchten wollen, dann kann man auch zu der Auffassung gelangen, dass die Pflege aus einer Hand in der stationären Altenpflege durchaus auch Sinn macht, als wie eine getrennte Finanzierung, vielleicht mit getrenntem Personal am Pflegebett zu organisieren. Vielen Dank. Die nächste Frage stellt Michael Henrich von der CDU-Fraktion. Meine Frage richtet sich an die Frau Dr. Cox-Kemper. Sie schreiben in Ihrer Stellungnahme, dass bei einer Umwandlung der Pflegeversicherung in eine Vollversicherung vermögende Personen überproportional davon profitieren würden, wenn Sie das noch mal begründen könnten. Vielen Dank. Erteile Ihnen das Wort, Frau Dr. Cox-Kemper. Ja, vielen Dank. Ich habe in der Tat untersucht, wie sieht das aus, wenn man Pflegekosten voll finanziert. Letztendlich geht es ja dann einfach um eine Umwidmung der Mittel oder Verschiebung von der Steuerfinanzierung in die Beitragsfinanzierung. Und genau hier liegen die Probleme, wenn man sich dann die Umverteilungseffekte anschaut. Also zum einen ist es so, dass natürlich nicht nur diejenigen profitieren, die heute Hilfe zur Pflege schon bekommen, die also keine Möglichkeit haben, das aus eigenem Vermögen zu finanzieren, sondern würde die Pflegeversicherung voll finanzieren, würden natürlich auch die profitieren, die entsprechend heute schon vorgesorgt haben, die also ein entsprechendes Vermögen und oder Einkommen im Haushalt haben, deren Vermögen würde dann sofort geschont werden. Das heißt, die könnten dann es anderweitig ausgeben oder eben vererben. Das ist so ein Punkt. Der zweite Punkt ist, wenn man sich auf der Finanzierungsseite anschaut, wie belasten Steuerzahlungen, wie belasten Beitragszahlungen. Und Beitragssätze werden eben auch schon auf Einkommen erhoben, die ja über der Geringfügigkeitsgrenze liegen. Also schon ab da werden Beiträge fällig, auch für die Pflegeversicherung. Das sind aber diese geringen Einkommen, sind teilweise von der Steuer eben noch ausgenommen, aufgrund von Freibeträgen und Abschreiberegeln. Das heißt, gerade Geringverdiener müssten dann also auf ihr geringes Einkommen schon Beiträge bezahlen. In der Steuerfinanzierung müssten sie das noch nicht. Der dritte Punkt ist dann, wenn man das ganze Bild betrachtet, die Beitragsbemessungsgrenze. Also das heißt, möchte ich diese Kosten, die momentan unter anderem oder teilweise in der Steuer liegen, in die Beitragssätze verschieben, dann profitieren eben diejenigen mit Einkommen oberhalb der Beitragsbemessungsgrenze, denn deren Einkommen werden dann in dem Bereich eben nicht mehr verbeitragt, während sie momentan schon mit Steuermitteln belastet sind oder mit Steuerausgaben belastet sind. Vielen Dank. Die nächste Frage stellt Frau Westig von der FDP-Fraktion. Vielen Dank, Herr Vorsitzender. Ich habe eine Frage an den Einzelsachverständigen, Herrn Lewe-Bahnsen. Wie stehen Sie zu der vorgeschlagenen Umwidmung des Pflegevorsorgefonds und welche Maßnahme sollte man stattdessen ergreifen, um demografische Risiken abzumildern? Vielen Dank, Herr Bahnsen. Sie haben das Wort. Vielen Dank, Lewe-Bahnsen, Universität Freiburg. Zum einen, also ich stehe dem Vorschlag recht skeptisch gegenüber, unabhängig davon, dass ich natürlich
die Situation der Pflegekräfte in Alten- und Gesundheits- und Krankenpflege verbessern muss. Denke ich allerdings nicht, dass die Umwidmung des Pflegevorsorgefonds das Problem lösen wird, beziehungsweise es wird noch neue Probleme schaffen. Allgemein gesprochen erstmal ist es ein erheblich schlechtes Signal an künftige langfristige Reformvorhaben, wenn Kapitalbestände bei jeder Gelegenheit zweckentfremdet werden. Ich bin mir der Kritik des Vorsorgefonds durchaus bewusst, die auch im Vorfeld vor Einführung schon angeführt wurde, insbesondere die zu kleine Dimensionierung und der späteren Wirkung des Fonds. Hier sage ich aber, es kann ja nicht das Argument, also die kleine Dimensionierung kann nicht das Argument sein, den Pflegevorsorgefonds umzuwidmen, sondern die Konsequenz muss sein, ihn auszubauen. Wie gerade angemerkt, ist die Wirkung des Fonds begrenzt. Das wurde anfangs oder vor Einführung von verschiedenen Experten angemerkt. Wir sprechen hier allerdings nicht von zukünftiger Beitragssatzsenkung, sondern von Stabilisierung. Und würden diese Mittel nun umgewidmet werden, würden sie später fehlen. Unabhängig davon, ob die Wirkung gering ist oder nicht. Wir sprechen jetzt schon bis 2040 unter realistischen Annahmen von Beitragssätzen zwischen 4% und 5%, die, wenn sollten die Mittel umgewidmet werden, dementsprechend noch höher liegen könnten. Ein weiterer Punkt ist diese unmittelbare Ausgabenerhöhung, die wir durch mehr Pflegekräfte und bessere Bezahlung hätten. Von denen würden insbesondere die älteren pflegebedürftigen nahen Kohorten profitieren, die aber selbst in einem begrenzten Maße zur Finanzierung beigetragen haben. Und jüngeren Kohorten würden diese Mittel eben ab 2035, ab der Abschmelzphase, fehlen. Dementsprechend sehe ich hier, oder aus meiner Ansicht nach sieht intergenerativ gerechte Lastenverteilung anders aus. Und jetzt die Konsequenz aus der Unwidmung und auch gleichzeitig die Antwort auf die zweite Frage, was man stattdessen tun könnte, wäre die einzige Maßnahme, um Kapital vor dem Zugriff des Staates zu schützen, eine private, obligatorische, vielleicht auch staatlich geförderte, kapitalgedeckte Zusatzversicherung der Person, um eine private Demografiereserve anzulegen und geschützt vom Zugriff des Staates zu sein. Vielen Dank. Die nächste Frage stellt Frau Pia Zimmermann von der Fraktion Die Linke. Ja, vielen Dank. Meine Frage geht an Thomas Kalwitzki vom Sozium Bremen. Herr Kalwitzki, seit Einführung der Pflegeversicherung belasten nahezu alle Leistungsverbesserungen in der Pflege einseitig den Familien mit Pflegebedarf. Das System der Pflegeversicherung gehört also auf den Prüfstand. Und wie können Sie sich vorstellen, dass es eine Abkehr geben könnte vom System der Teilleistungsversicherung ausgestaltet werden? Also wie kann es ausgestaltet werden und wie bewerten Sie die Einführung einer Pflegevollversicherung als Reformziel? Das antwortet Herr Kalwitzki von Sozium Forschungszentrum. Ja, Thomas Kalwitzki fürs Sozium der Uni Bremen. Vielen Dank für die Frage. Wenn wir heute Eigenanteile für die stationär Pflegebedürftigen um die 600 Euro haben, ist das doppelt so viel wie vor 20 Jahren. Und die Entwicklung wird da voranschreiten, wenn das, was jetzt angekündigt worden ist, an Lohn- und Gehaltssteigerung, an Personalverbesserung so ausgeführt wird, wie es jetzt gedacht ist. Aus unserer Sicht kann dadurch weder die konkrete noch die abstrakte Zielsetzung der Pflegeversicherung erreicht werden. Und zwar konkret, dass bei Einführung der Pflegeversicherung die Leistungssätze ausreichend oder nahezu ausreichend gewesen sind, um die entstehenden Kosten voll zu übernehmen und die abstrakte Funktion der Pflegeversicherung durch eine eigene Sozialversicherung vor den Folgen dieses konkreten Lebensrisikos Pflegebedürftigkeit zu schützen. Das wird beides im Moment nicht erfüllt. Um das zu erreichen,
ist es aus unserer Sicht nicht ausreichend, nur Leistungsanpassungen vorzunehmen, Dynamisierungen vorzunehmen, ob sie regelhaft sind, regelgeleitet oder zeitlich regelhaft, ist es nicht ausreichend, sondern wir denken, dass zwei grundsätzliche strukturelle Veränderungen vorgenommen werden müssen. Die erste strukturelle Veränderung wäre die Rückverlagerung der Finanzierungskompetenz der medizinischen Behandlungspflege in die gesetzliche Krankenversicherung. Da die Kosten heute implizit, dadurch, dass es nur einen Pflegesatz im stationären Bereich gibt, von den Pflegebedürftigen selber getragen werden. Es ist also nicht nur ein ästhetisches Problem, das aus der richtigen Sozialversicherung zu bezahlen, sondern eine Verlagerung der Finanzierungskompetenz in das SGB V, in die gesetzliche Krankenversicherung, kann bei einer entsprechenden Senkung der Pflegesätze dann die Eigenanteile der Pflegebedürftigen direkt senken, da die Gesamtkosten dann natürlich nicht mehr nur durch die Pflegebedürftigen selber, sondern durch die große Gemeinschaft der Krankenversicherten getragen wird. Die zweite Veränderung, die aus unserer Sicht notwendig ist, ist die Umwandlung der Pflegeversicherung in eine Vollversicherung, in unserer Perspektive mit einem fixen Eigenanteil. Systematisch kann das finanzielle Risiko der Pflegebedürftigkeit nur darüber vollständig abgefangen werden, wenn sowohl die unbegrenzten monatlichen Eigenanteile als auch die unbekannte Überlebensdauer für jeden einzelnen Pflegebedürftigen abgefangen wird. Das ist ein zweidimensionales finanzielles Risiko. Und wenn wir eine Lebensstandardsicherung unter diesem Risiko haben wollen, ist das heute nicht möglich. Wünschenswert wäre daher eine alternative Ausgestaltung mit einem sogenannten Sockel-Spitze-Tausch, der bedeutet, dass jeder Pflegebedürftige einen pauschalen monatlichen Sockelbetrag in einer politisch zu bestimmenden Höhe natürlich entrichtet und alle darüber hinausgehenden pflegebedingten Kosten von der Pflegeversicherung übernommen werden. Das ist eine Vollversicherung. Das muss nicht heißen, dass sie ohne jede Zuzahlung erfolgt. Wir haben das mal in der Modellrechnung gemacht und eine kostenneutrale Umsetzung könnte bei einem Zahlungszeitraum von 4 Jahren um die 400 Euro im Monat an Eigenanteilen verursachen. Sollte man den Sockelbetrag auf 0 Euro absenken, was dann einer echten Vollversicherung sozusagen gleichkäme, würde es mit 0,7 Beitragssatzpunkten gegenzufinanzieren sein. In diesen Zahlen sind jetzt die Verlagerung der medizinischen Behandlungspflege noch nicht mit eingerechnet. Die würde natürlich die Beträge noch mal jeweils senken, wenn es entsprechend ausgestaltet wird. Um Lebensstandardsicherung zu ermöglichen, ist es allerdings dabei erforderlich, sowohl die absolute Höhe des maximalen Eigenanteils als auch die monatlich zu entrichtenden Sockelbeträge extrem festzuschreiben, damit sie versicherbar sind. Und als dynamisches Element könnte dann nur vielleicht ein Inflationsausgleich oder Ähnliches zustande eingesetzt werden. Danke sehr. Vielen Dank. Ich erteile das Wort der Frau Schulz-Asche von der Fraktion Bündnis 90 Grüne. Herzlichen Dank, Herr Vorsitzender. Meine Frage richtet sich an Frau Dr. Fix von der Caritas. Die Krankenversicherung ist eine Vollversicherung, bei der auf der Grundlage von Diagnosen, Behandlung entsprechend bestimmter in der Regel vom gemeinsamen Bundesausschuss festgelegten Leitlinien durchgeführt werden. Die Pflegeversicherung hingegen kennt ja keinen Leistungskatalog in diesem Sinne, sondern die Betroffenen können und ganz besonders im ambulanten Bereich aus einem Spektrum von Leistungen auswählen, was sie für ihre eigene individuelle Situation brauchen. Das ist ja auch gut so. Sind vor diesem Hintergrund aus Ihrer Sicht schon alle Fragen beantwortet, um den Schritt vom heutigen Teilsicherungssystem in eine Teilkasko oder Vollversicherung gehen zu können? Oder welche Themenbereiche müssten noch besonders näher diskutiert werden? Frau Dr. Fix vom Deutschen Caritasverband, Sie haben das Wort. Ja, Elisabeth Fix vom Deutschen Caritasverband. Vielen herzlichen Dank, Frau Schulz-Asche, für die Frage. Ja, das Gutachten von Rothgang richtet den Blick vor allem auf die vollstationäre Pflege. Und dort stellen sich noch mal andere Fragen als im ambulanten Bereich. Sie haben das angesprochen. Und gerade wenn man den ambulanten Bereich anschaut, denke ich, dass es noch einige Fragen zu beantworten gibt, bevor man sozusagen einen Systemwechsel in eine Teilkasko oder in eine Vollversicherung vollziehen kann. Und ich will da mal vor allem 3 Punkte benennen. Der erste Punkt ist, wie soll in einem System der Vollversicherung oder auch der Teilkaskoversicherung der pflegerische Bedarf festgestellt werden?
Die Pflegeversicherung und ihr neues Begutachtungsinstrument oder auch das alte Begutachtungsverfahren kennt keine Ermittlung von Bedarfen. Wir haben also kein Bedarfsermittlungs- oder Bedarfsfeststellungsverfahren, aus dem sich Leistungen unmittelbar ableiten ließen. Und das wird insbesondere dann im ambulanten Bereich sehr virulent. Im vollstationären Bereich haben wir ja das Versprechen sozusagen der Vollversorgung. Da taucht die Frage noch nicht auf, ist aber in gleicher Weise natürlich im Verborgenen virulent. Zweitens, eng damit verbunden ist auch das Problem des sogenannten Moral Hazard. Also wenn jemand sozusagen einen fixen Betrag oder vielleicht gar keinen Eigenbetrag mehr leisten muss in einem System mit einem offenen Leistungskatalog ohne Bedarfsfeststellung, stellt sich die Frage, wie können wir verhindern, dass er mehr Leistungen oder gar teurere Leistungen abgreift, als es in der sozusagen Vergangenheit des Jetzt-Systems sozusagen der Fall gewesen wäre. Das ist die Frage, das Moral Hazard hängt auch eng mit der Bedarfsermittlung zusammen. Und drittens möchte ich noch das Problem aufwerfen, dass die Frage unbeantwortet ist, wie wir mit dem Pflegegeld verfahren würden. Die Kombinationsleistung sieht ja die Möglichkeit der Kombination von Sachleistung und Pflegegeld vor. Die Frage sozusagen nach der Teilkaskoversicherung oder Vollkaskoversicherung oder das Modell beantwortet noch nicht, wie wir das Pflegegeld in diesem System verankern würden. Also es gibt noch eine Reihe von offenen Fragen. Das bedeutet aber nicht, dass diese Fragen nicht zu lösen sind. Und ich bin absolut der Auffassung, dass das Gutachten von Professor Lüngen für Verdi 2012 und Rotgang und auch andere sozusagen wertvolle Impulse für eine Debatte geliefert haben, die wir jetzt in der näheren Zukunft dringend führen müssen. Danke. Vielen Dank. Die nächste Frage stellt Frau Behrens von der SPD-Fraktion. Vielen Dank. Meine Frage richtet sich auch an Frau Dr. Fix von Caritasverband. Frau Dr. Fix, welche Rolle spielen die Investitionskosten im Gesamttableau der Eigenbelastung der Heimbewohnerinnen und Heimbewohner? Wie hat sich die Investitionskostenförderung in den Bundesländern entwickelt? Und was kann getan werden, dass die Investitionskostenanteile in den Pflegesätzen nicht weiter steigen? Dr. Fix, Sie haben das Wort. Ja, Elisabeth Fix, Deutscher Caritasverband. Vielen Dank, Frau Behrens, für die Frage. Ja, der Anteil der Investitionskosten am Gesamttableau der Eigenbelastung der Leistungsempfänger in vollstationären Heimen ist verhältnismäßig hoch. Er beträgt im Bundesdurchschnitt derzeit 463 Euro. Das sind in etwa 29% des Gesamtanteils der Eigenbelastung der Versicherten. Wobei es natürlich erhebliche Schwankungen zwischen den Bundesländern gibt. In den östlichen Bundesländern ist der Anteil noch höher als 29%, mit Ausnahme von Berlin und Brandenburg. Auch in Norddeutschland liegt er relativ hoch, in Bayern und Baden-Württemberg hingegen mit circa 20% niedriger. Und diese Schwankungen erklären sich auch sehr stark sozusagen durch die Entwicklung der Investitionskostenförderung in den Ländern. Die Länder haben sich in den letzten Jahren nicht nur schleichend, sondern sehr vehement aus der Investitionskostenförderung zurückgezogen. Aus einer kleinen Anfrage der Linken sozusagen geht hervor, indem das BMG eine schöne Übersicht geliefert hat, dass nur noch in 6 Bundesländern in der vollstationären Pflege und in der ambulanten Pflege Investivförderung erfolgt. Insgesamt sozusagen sind 4 Bundesländer gänzlich aus der Investitionskostenförderung ausgestiegen, verbleiben 12 Bundesländer. Dort wird aber teilweise auch die solitäre Kurzzeitpflege und die Tagespflege gefördert, also ein ganz buntes Tableau. Man kann sagen, das stellt auch der Barmer Pflegereport 2017 fest, dass die Investitionskosten auch einen erheblichen Anteil an den immer noch sehr hohen Quoten der Sozialhilfeempfänger im vollstationären Bereich dazu beitragen. Ja. Wir haben einen Anteil von 30% Sozialhilfeempfänger gegenüber nur 5% in der ambulanten Pflege. Und wenn die Bundesländer sich hier mehr engagieren würden,
könnte dieser Betrag sozusagen oder die Quote der Sozialhilfeempfänger entscheidend gesenkt werden. Ich möchte darauf verweisen, dass nach § 9 SGB 11 seit Beginn der Pflegeversicherung die Bundesländer in der Verantwortung sind, die Pflegeinfrastruktur zu fördern. Und sie, diesem Umstand wird in keinster Weise mehr hinreichend Rechnung getragen. Und ich denke sozusagen, dass hierüber eine Debatte auch zwischen Bund und Ländern geführt werden muss. Vielen Dank. Die nächste Frage stellt Oder Fenke von der CDU-CSU-Fraktion. Ja, vielen Dank. Ich richte meine Frage an Herrn Professor Thüsing. Wir haben ja jetzt gehört und können im Antrag lesen, stärkere Kostenbegrenzung der Pflegenden, bei den Pflegenden, Ausbau zur Vollversicherung. Gibt es Gründe, die gegen eine Vollversicherung sprechen aus Ihrer Sicht? Herr Professor Dr. Thüsing, Sie haben das Wort. Herr Vorsitzender, herzlichen Dank für diese Frage. Gregor Thüsing, Universität Bonn. In der Tat, die Pflegeversicherung ist von Anfang an nicht als Vollversicherung konzipiert worden, sondern als Ergänzung. Das ist ein Pfad, den man einmal aus guten Gründen eingenommen hat, von dem man sich genau überlegen sollte, ob man ihn wechseln sollte. Frau Fix vom Deutschen Caritasverband hat die eine oder andere Frage benannt, die, ich sage jetzt mal, als technische Hürde vielleicht einem Perspektivenwechsel entgegenstehen würde, die vorher geklärt werden müsste, bevor man tatsächlich zu einem anderen Modell in der Versicherung fortschreiten sollte. Selbst wenn man unterstellt, dass man auf jede dieser Fragen eine befriedigende Antwort bekommen würde und für jedes dieser Probleme eine hinreichende Lösung finden würde, müsste man sich doch fragen, ob die Mitnahmeeffekte, die hier unter Umständen geschehen könnten, die Dämpfung von Anreizen, selber verantwortlich für die Pflege familiärer Angehörigen tätig zu werden, ob die nicht in einem solchen Maße gemindert werden, dass man sagt, das sind Nachteile, die wir nicht bereit sind, in Kauf zu nehmen. Frau Dr. Kochskämper hat von ökonomischer Sicht deutlich gemacht, dass es auch durchaus eine Frage von Gerechtigkeit ist, wem das letztendlich zugutekommen würde, wenn man hier tatsächlich diese beitragsversicherten Leistungen ausbauen würde. Es ist deutlich gemacht worden, dass Beiträge auch von denen gefordert werden, die unter Umständen gar keine Steuern zahlen müssen. Also ich glaube, der Wunsch, dass Versicherte eine angemessene Pflege bekommen, dass sie diese sich auch leisten können, sollte uns nicht darüber hinwegtäuschen, dass der Weg dahin vielleicht nicht über pauschale Ausbau der Pflegeversicherung gehen soll, sondern dass da intelligentere Lösungen gefunden werden müssen. Vielen Dank. Die nächste Frage stellt Emmy Zollner von der CDU-CSU-Fraktion. Ja, meine Frage geht an die Einzelsachverständige Frau Dr. Kochskämper. Welche Folgen hätten die von den Antragstellern geforderten Leistungsausweitungen, insbesondere für die jüngere Generation? Weil wir müssen uns dieser Verantwortung ja stellen, also eine pflegende Gesellschaft aufzubauen, eine sorgende Gesellschaft aufzubauen. Und Sie haben in Ihrer Stellungnahme auch geschrieben, es könnten negative Auswirkungen auf dem Arbeitsmarkt auch stattfinden. Welche negativen Auswirkungen befürchten Sie denn? Frau Dr. Kochskämper, Sie haben das Wort. Dr. Susanna Kochskämper vom Institut der Deutschen Wirtschaft, vielen Dank für die Frage. Ja, das Problem ist ja, dass der Großteil der Pflegeversicherung momentan umlagefinanziert ist. Und wir einfach aufgrund der Bevölkerungsalterung und schon jetzt absehen, dass dort auf jeden Fall Ausgaben steigen werden und damit auch Beitragssätze steigen müssen. Warum? Die Pflege ist nun mal größtenteils, fällt die in den hohen Altern an und ist damit stark altersabhängig. Und wir haben auch mal gerechnet, sogar relativ optimistisch. Wir haben eine etwas gesündere Bevölkerung angenommen. Wir haben auch sehr geringe Kostensteigerungen in der Pflege angenommen und kommen trotzdem zu Beitragssatzsteigerungen trotz Pflegevorsorgefonds von ja, auf die 3,5 beziehungsweise dann später 3,8% 2045 in der Pflegeversicherung, in der sozialen Pflegeversicherung. Jetzt haben wir in dieses Szenario eingerechnet, wie sieht es aus, wenn ich ausschließlich die stationäre Pflege auch noch voll finanzieren würde und kommen dann eigentlich zu jährlichen Beitragssatzsteigerungen von plus 1%. Also nochmal obendrauf sind wir bei
in 2035 bei etwa 4% und bei 2045 4,7% an Beitragssatz ausschließlich für die Pflegeversicherung. Jetzt passiert das Ganze ja auch noch in der Rentenversicherung, Bevölkerungsalterung, in der Krankenversicherung. Letztendlich ist also, kommen schon noch stärkere Beitragsbelastungen auf die dann arbeitende Generation zu. Und jetzt muss man eben überlegen, wie wirken Beiträge? Beiträge wirken eben für Einkommen, für Arbeitseinkommen eigentlich wie Steuern. Also ich gucke ja nicht auf meinen Lohnzettel und überlege, ach ja, das geht alles in die Pflegeversicherung, sondern ich schaue, was kriege ich brutto, was kriege ich netto. Dementsprechend kann es dann zum einen passieren, dass gerade für Geringverdiener oder in geringen Einkommensbereichen die Frage ist, arbeite ich überhaupt sozialversicherungspflichtig oder nicht? Also je nachdem, mit steigender Abgabenlast ist der Anreiz entsprechend geringer. Zweiter Punkt ist letztendlich die Frage, wie gehen die Tarifparteien mit dem Problem um? Also trotz Produktivitätssteigerungen sieht der Arbeitnehmer auf seinem Lohnzettel Nettolohn. Da ist nicht drin, ich zahle ja jetzt auch mehr für die Pflege oder meine Großeltern haben weniger bezahlt oder wie auch immer. Sondern letztendlich ist die Frage dann, wie gehe ich damit in die Tarifverhandlungen? Und es könnte eben bei steigenden Beiträgen umso problematischer werden, wenn sich Arbeitnehmer dann auch noch entsprechend höhere Lohnforderungen stellen, weil sie ihre Belastung reduzieren möchten, weil sie einen höheren Nettolohn haben möchten letztendlich. Das heißt, wenn man über die Frage diskutiert, wie sieht es aus mit Pflegevollversicherung, mit vielleicht Entlastung bestimmter Gruppen von Pflegebedürftigen, dann wäre in der Tat eher zu überlegen, kann ich nicht noch eine kapitalgedeckte Säule ausbauen, aufbauen, sparen in dem Bereich, wie sieht das damit eigentlich aus? Da gibt es momentan eigentlich sehr wenig Wissen darüber, wie Leute überhaupt fürs Alter vorsorgen, ob sie in Anführungszeichen richtig vorsorgen und ausreichend vorsorgen. Aber wenn, dann wäre zumindest über diesen Teil stärker nachzudenken und zu überlegen, ob man hier eine zweite Säule aufbauen kann, ob jetzt verpflichtend oder nicht, das sei jetzt mal dahingestellt. Aber zumindest das Umlageverfahren auszuweiten, ist vor diesem Hintergrund der Bevölkerungsalterung problematisch. Vielen Dank. Die nächste Frage stellt Herr Spangenberg von der AfD-Fraktion. Ja, vielen Dank. Meine Frage geht an Dr. Bodo De Vries vom Deutschen Evangelischen Verband für Altenarbeit und Pflege. Die Frage lautet, wir haben ja die Pflege gerade unterschiedliche 5 Stück. Wie ist es denn, wenn jemand zu Hause den Pflegegrad 5 zum Beispiel selbst betreut, die Angehörigen, und gleichzeitig haben wir aber auch die Möglichkeit, das ambulant zu machen. Ist da aus Ihrer Sicht ein Unterschied in der Qualität zu spüren? Denn die Ambulanten sind ja in der Regel ausgebildet, zu Hause ist das nicht der Fall. Und wenn die Qualität gleich ist, wenn sie möglich ist, wie sehen Sie dann, dass da eine unterschiedliche Entlohnung, also Vergütung da ist, die immer nur die Hälfte von dem beträgt, die der ambulante Dienst bekommt? Würde diese Differenz allein durch irgendwelche Kosten wie Fahrtkosten und so weiter gerechtfertigt sein, oder müsste man dann doch auch zu Hause für die Pflegenden dort einen höheren Satz zahlen? Ich erteile das Wort nicht dem Herrn Dr. De Vries, sondern Frau Viol vom Deutschen Evangelischen Verband für Altenhilfe und Pflege. Ja, sehr geehrte Abgeordnete des Gesundheitsausschusses, sehr geehrter Herr Vorsitzender Rüttel, mein Name ist Madeleine Viol. Ich bin als Vertretung von Herrn Dr. Bodo De Vries vom Deutschen Evangelischen Verband für Altenarbeit und Pflege heute hier. Die Pflegegradausbildungen im ambulanten Bereich, wir haben keine generellen Erkenntnisse daran, ob nun die ambulante Versorgung die schlechtere ist oder die bessere ist als im stationären Bereich. Im ambulanten Bereich muss man natürlich auch berücksichtigen, dass durchaus es auch möglich ist, dass es einen Pflegemix gibt von pflegenden Angehörigen und Pflegedienst. Aber wir jetzt selbst als DFAB haben da keine Erkenntnisse über den Qualitätsunterschied.
Es ist natürlich so, dass sie unterschiedliche Leistungsbeträge haben und es kommt halt immer auch auf das Pflegesetting natürlich im ambulanten Bereich drauf an, was die pflegenden Angehörigen auch immer wählen, ob sie nun Pflegesachleistungen oder Kombileistungen oder komplett das Pflegegeld nehmen. Aber da wäre vielleicht sogar der BIFA, der bessere Verband, die zu den pflegenden Angehörigen Auskunft geben könnten. Vielen Dank. Vielen Dank. Die nächste Frage stellt Frau Stamm-Fiebig von der SPD-Fraktion. Ja, herzlichen Dank, Herr Vorsitzender. Meine Frage geht an den Herrn Weller vom GKV-Spitzenverband. Wieder zurück zu unserem Thema. Welche Möglichkeiten sehen Sie, um die finanzielle Belastung der Betroffenen zukünftig zu begrenzen? Und wie kann eine kontinuierliche Anpassung der Sachleistungen an die Personalentwicklung dazu beitragen? Ja, vielen Dank für die Frage, Frau Stamm-Fiebig. Michael Weller, GKV-Spitzenverband. Also Pflege ist ja vor allem auch eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe, das gleich vorweggeschickt. Eine Erhöhung der Leistungsbeträge durch die Gesetzgeber würde eine finanzielle Entlastung oder könnte zu einer finanziellen Entlastung der Pflegebedürftigen führen. Das ist selbstredend. Grundsätzlich existiert aber bereits heute schon die Möglichkeit, laut Gesetz die Dynamisierung angemessen vorzunehmen. Nach § 30 SGB 11 kann die Bundesregierung alle 3 Jahre, diesmal jetzt erneut im Jahre 2020, die Notwendigkeit der Höhe der Leistungen überprüfen und dann gegebenenfalls anpassen. Wenn die Leistungsbezüge erhöht werden, dann wird es Auswirkungen auf die Beitragssatzentwicklung haben. Aus Sicht des GKV-Spitzenverbandes ist hierbei wegen der gesamtgesellschaftlichen Dimension auch über die Einführung eines Bundeszuschusses nachzudenken, wo wir für votieren würde. Das ist auch nichts Neues. Wir haben sowohl in der gesetzlichen Renten- als auch in der gesetzlichen Krankenversicherung das Instrument eines Bundeszuschusses. Zum Umfang und Höhe Ausgestaltung kann ich derzeit nicht sagen. Der GKV-Spitzenverband ist aktuell dabei, so etwas zu prüfen. Vielen Dank. Die nächste Frage stellt Erich Ilsdorfer von der CDU-CSU-Fraktion. Und der Herr Weller hat sehr dynamisch die Beantwortung der Frage begonnen. Aber so sind wir, Weller. Die Vorsitzende schnauft, gell? Also, meine Frage geht an den Bundesverband Privater Anbieter Sozialer Dienste, EV, BPA. In den letzten Jahren gab es einen deutlichen Anstieg der Zahl privater Anbieter und Heimbetreiber. Hat dieser Prozess zu einem überdurchschnittlichen Anstieg der einrichtungseinheitlichen Eigenanteile geführt? Welche Folgen hätte eine Begrenzung der Anbietervielfalt in der Langzeitpflege? Vielen Dank. Ich erteile das Wort dem Herrn Maul vom BPA. Ja, Herbert Maul vom BPA. Vielen Dank, Herr Vorsitzender. Vielen Dank, Herr Ilsdorfer. Es wird so ein bisschen die Behauptung aufgestellt, als gäbe es einen Zusammenhang zwischen steigenden Eigenanteilen und Anteil der privaten Anbieter. Ich glaube, das Gegenteil ist der Fall. Wir hatten nicht nur einen Wettbewerb um die Qualität der Leistung, sondern auch um einen Wettbewerb um den Preis der Leistung, was sich ja im Übrigen heute zeigt. Und wenn ich diese Unterschriftenaktion eben verstanden habe, gibt es ja eine äußerst sensible Reaktion, insbesondere der Angehörigen, wenn es um Kostensteigerung gibt. Wenn man mal anguckt, wie sieht es aus mit großen und kleinen Trägern, da muss man sagen, große Träger haben bisher erst einen Marktanteil von etwa 10%, aber unter den 30 größten Anbietern ist fast die Hälfte frei gemeinnützige und kommunale Anbieter. Also auch das ist keine Besonderheit privater Träger. Wir sehen natürlich eine immense Investitionsnotwendigkeit. Die privaten Träger sind deshalb gewachsen, weil sie in diesen Bereich investiert haben. Frau Fix hat darauf hingewiesen, dass die Länder das nicht machen. Insbesondere haben sie, was ich richtig finde, die wettbewerbsverzerrende Objektförderung abgeschafft, aber auch die durchaus wettbewerbsneutrale Subjektförderung ist ja in den Ländern nicht mehr gemacht worden. Die Steigerung der Eigenanteile hat eigentlich nur zwei Ursachen und ich glaube, dass die allgemein unterstützt werden. Die erste Ursache ist, wir haben bessere Personalschlüssel.
Wir haben auch mit der Einführung und Umsetzung des PSG2 in nahezu allen Bundesländern höhere Personalschlüssel, die jetzt umgesetzt werden. Der zweite Punkt ist, wir sind gemeinsam bemüht, eine deutlich bessere Bezahlung der Mitarbeiter umzusetzen, was nicht immer ganz einfach ist in den Verhandlungen. Was besonders schwierig ist in der Vermittlung den pflegenden Angehörigen gegenüber und den betroffenen Menschen selber. Es ist eben nicht so, und das sieht man insbesondere in den Bundesländern, die bisher einen sehr geringen Eigenanteil hatten. In Sachsen-Anhalt hat man beispielsweise einen Pflegeheimplatz bekommen mit allen Beträgen insgesamt für etwa 1.000 Euro im Monat. Wenn dort der Eigenanteil um 500 Euro steigt, würden die Menschen in Bayern sich freuen, dass sie nur 1.500 Euro dazu zahlen müssten. In Sachsen-Anhalt war das eine Erhöhung um 500 Euro, wo es entsprechende Schwierigkeiten gibt. So, ob die Anbietervielfalt sich ändert, ist schwer vorauszusagen. Was aber klar und deutlich vorauszusagen ist, alle Unternehmen müssen auch als Wirtschaftsunternehmen bestehen können, weil sie ansonsten die Versorgung riskieren, sie riskieren die Beschäftigungsverhältnisse und sie riskieren auch die Investitionen, die getätigt sind. Das sind Anforderungen, die sämtliche Anbieter erfüllen müssen. Würde man also die Regelungsdichte jetzt weiter treiben, würde das zunächst mal dazu führen, dass es nur noch einen Qualitätswettbewerb gibt und keinen Kostenwettbewerb. Ich glaube, dass das nicht nur unterstützt wird von den Angehörigen, dass sofort der Ruf entsteht, das müsse der Staat abfedern, erleben wir gerade. Es führt aber auch dazu, dass damit nicht automatisch mehr Leistungen für die Angehörigen und für die pflegebedürftigen Menschen verbunden sind. Die Regelungsdichte müssten steigen und insbesondere müsste eben noch sehr viel deutlicher geregelt werden, wie denn dann Wagnis und Gewinn für alle Träger zu regeln sein. Ansonsten werden wir das Problem nicht lösen können, dass wir eine flächendeckende Versorgung haben. Die Privaten erfüllen im Übrigen 50% der pflegerischen Grundversorgung, und zwar bundesweit, nicht nur an einzelnen Orten. Dankeschön. Vielen Dank. Die nächste Frage stellt Frau Westig von der FDP-Fraktion. Vielen Dank, Herr Vorsitzender. Meine nächste Frage geht auch an den Bundesverband privater sozialer Dienste. Herr Maul, Sie kritisieren in Ihrer Stellungnahme, dass die Leistungsausweitung der vergangenen Legislaturperiode bei den Bewohnerinnen und Bewohnern der Heime nicht ankam. Bitte begründen Sie dies. Vielen Dank, Herr Maul. Sie haben das Wort. Also die Leistungsausweitung sind insofern bei den Bewohnern kaum angekommen, als dass damit Leistungsverbesserungen der Heime automatisch verbunden gewesen wären. Die Budgets der Heime wurden in der Regel 1:1 umgesetzt, budgetneutral. Das hieß, zu Beginn gab es keine nennenswerte Verbesserung. Mittlerweile ist das durch Verträge etwas besser geworden. Spürbar wurde der Effekt damals in der sinkenden Zuzahlung der Heimbewohner. Also als die Pflegeversicherungsleistungen erhöht wurden, hat dies nicht zu mehr Leistung geführt, sondern zunächst mal zu sinkenden Eigenanteilen. Das ist noch nicht besonders lange her, das ist 1,5 Jahre her. Davon redet aber mittlerweile niemand, sondern jetzt ist die Diskussion einzig und allein beschränkt auf die Erhöhung, die jetzt kommen durch mehr Personal und durch bessere Bezahlung. Dankeschön. Vielen Dank. Die nächste Frage stellt Frau Pia Zimmermann von der Fraktion Die Linke. Genau. Ja, vielen Dank. Meine Frage geht an den Deutschen Evangelischen Verband für Altenarbeit und Altenpflege, kurz DEFAB. Frau Viol, Sie beschreiben in Ihrer Stellungnahme den Geburtsfehler der Pflegeversicherung als kalte Privatisierung der Pflegeaufwandskosten. Und das wollen Sie umkehren. Können Sie uns kurz erläutern, warum die Eigenanteile nur sinnvoll gedeckelt werden können, wenn die Pflegeversicherung eine Teilkaskoversicherung wird und welche sozialen Auswirkungen dies für die zu pflegenden Menschen und für die Leistungserbringer hat. Frau Viol vom Evangelischen Verband, Sie haben das Wort. Sehr geehrte Abgeordnete des Bundesgesundheitsausschusses, sehr geehrter Vorsitzender Herr Rüttel, Madeleine Fiol vom Deutschen Evangelischen Verband für Altenarbeit und Pflege. Danke für die Frage von Frau Zimmermann. Eine Deckelung der pflegebedingten Aufwendungen ist unserer Meinung nach
dringend notwendig, weil ansonsten alle anstehenden Verbesserungen wie die Realisierung von mehr Personal oder tariflicher Vergütung oder auch Maßnahmen zur Qualitätsverbesserung, die wir zum Beispiel vornehmen würden im Zuge der Hospizbekleidung oder palliativen Pflege, würden allein von den Menschen mit Pflegebedarf finanziert werden müssen. Wir fordern da deshalb eine Umsetzung einer echten Pflegeteilkasko, bei der nach wie vor ein angemessener Eigenanteil von dem zu Pflegenden aufgebracht wird. Herr Kawitzki hat das für uns als fixen Eigenanteil benannt. Dieser fixe Eigenanteil sollte auch auf eine Höhe nach oben begrenzt werden. Dabei geht es unserer Meinung nach nicht um die Realisierung einer Vollversicherung. Alle weiteren Kosten, nämlich wie Investitionskosten in der stationären Pflege, würden ja nach wie vor bei den Pflegebedürftigen übernommen werden. Aber das hätte wirklich den Vorteil, dass trotz Pflegerisiko dieser fixe Eigenanteil kalkulierbar wird und ich mich dadurch auch schon vorab auch versichern könnte auf die Risiken und sogar ja, durch eine private Versicherung. Man kann also gut auch schon in jüngeren Jahren vorsorgen und muss nicht wie jetzt bei den privaten Vorsorgemodellen mit immer weiter steigenden Kosten rechnen, weil das haben wir gerade. Also ob diese private Versicherungen so wirklich so zielführend gerade sind. Laut Verbraucherzentrale Nordrhein-Westfalen wurden nämlich die privaten Pflegepolicen, zum Beispiel wie der Pflegebar, durch die Umstellung der Pflegegrade auf einen Schlag 30, 40 oder sogar 60% teurer so und mitunter sogar verbunden mit Leistungseinbußen. Das wäre mit einer echten Pflegeteilkasko nicht erwartbar. Bei dem Modell, das wir präferieren mit dem fixen Eigenanteil, würde es auch der Politik obliegen, diesen einkommensabhängig zu gestalten. Also da wären wir dann dabei, das, was Frau Kochskämper genannt hat, also ob nicht dann die profitieren, die eigentlich schon über Vermögen, also Vermögen besitzen. Alle pflegebedingten Erhöhungen werden von der Pflegeversicherung gedeckt. Würde man dagegen nur einzig und allein die Eigenanteile deckeln, wie der Antrag der Linken besagt, und die Pflegeversicherung bleibt so, wie sie jetzt ist, nämlich bei einer festgelegten Pauschale, die man ja im SGB 11 dann auch nachlesen kann, dann haben wir immer einen Differenzbetrag. Und da war dann unsere Frage, wer soll den denn bitte begleichen? Der Sozialhilfeträger, der Heimbetreiber? Den würde das nämlich in den Bankrott oder sogar in die Minimalversorgung treiben. Und somit würden sogar die guten Einrichtungen, die nach Tarif bezahlen und schon jetzt mehr Leistungen vorhalten, mit einer alleinigen Deckelung des einheitlichen Eigenanteils bestraft werden. Denn die, lassen Sie mich so sagen, die guten Einrichtungen müssen einen höheren Differenzbetrag dann eigentlich ausgleichen. Und die Einrichtungen, die viele Leistungen vorhalten, müssen also ihr Angebot herunterfahren, um überleben zu können. Das ist sicherlich niemanden hier im Saal gewollt. Deshalb brauchen wir gar nicht über die Variante diskutieren, dass nur der Eigenanteil gedeckelt wird. Damit treffen Sie im Endeffekt nur die Falschen. Man muss schon beides machen. Also wenn, dann fixer Beitrag und also Deckelung und eine Reform der Pflegeversicherung. Und Sie fragten noch danach, was es für die Beteiligten bedeutet. Wenn eine Pflegeteilkasko eingeführt wird mit einem fixen Eigenanteil, dann wird natürlich der auf Pflege angewiesene Mensch durch die steigenden Mehrkosten entlastet. Es gibt ja sogar Pflegeexperten wie Professor Rothgang, die davon ausgehen, dass der Heimbewohner schon heute bereits 100% der medizinischen Behandlungspflege selbst trägt. Damit wäre dann eben Schluss und er wäre vor einer finanziellen Überforderung geschützt, könnte in jüngeren Jahren gut vorsorgen. Die Politik hat sogar noch einen Spielraum, den fixen Eigenanteil nach solidarischen Kriterien zu gestalten. Also da sehe ich gar keinen Widerspruch zu dem, was Frau Kochskämper da also vorgebracht hat. Man hätte sogar noch die Option, nach einer Karenzzeit zu sagen, okay, wir entlasten dich ganz von diesem fixen Eigenanteil. Es wäre also alles möglich. Schauen wir uns ganz kurz die Träger an. Die hätten formal erst einmal keinen direkten Benefit davon. Vielleicht wären vielleicht die Pflegesatzverhandlungen leichter, aber nach wie vor müssten die Posten der Kalkulation begründet und auch nachgewiesen werden in den Pflegesatzverhandlungen. Was sich wirklich ändern würde, die guten Einrichtungen wären nicht mehr die teuersten am Platz. Und jetzt sind das eben oft die kirchlichen Träger, das kann die Caritas sicherlich bestätigen. Unser Tarifvertrag trägt ja auch dazu bei, extra und bessere Qualität oder auch extra Angebote, dass sie eben nicht mehr die billigsten sind. Das schlägt sich immer beim Preis nieder. Und der Pflegebedürftige und die Angehörigen suchen, also die haben ja noch keine Qualitätskriterien, weil der Pflege-TÜV ist ja kein Qualitätskriterium.
Für die Sozialhilfeträger würde das bedeuten, also Bezirke, Städte, Kommunen, die werden durch die Finanzreform erstmal entlastet. Sie müssen aber im Gegenzug unserer Meinung nach neue Aufgaben erhalten, wie sich um die gelingende Versorgungsstruktur kümmern. Die haben sich ja schon bei der Einführung der Pflegeversicherung sehr zurückgenommen. Und wir brauchen aber mehr denn je aktive Kommunen, um mit uns die Pflege zu gestalten, weil die Bedarfe sind groß. Wir brauchen neue Angebote fernab von Pflege und Betreuung, die auch Teilhabe am Leben ermöglichen. Dankeschön. Vielen Dank für die ausführliche Darstellung, Frau Viol. Ich denke, Sie haben sicherlich einen Zeitzuschlag bekommen, weil die Frage von der antragstellenden Fraktion gekommen ist. Ich darf jetzt das Wort erteilen an den Herrn Pilsinger von der CDU-CSU-Fraktion. Ich habe eine Frage an die Bundesvereinigung der Deutschen Arbeitgeberverbände, an den Herrn Naumann. Wie bewerten Sie die Forderung der Antragsteller, die Pflegeversicherung in eine Pflegevollversicherung umzugestalten? Bitte erläutern Sie mir auch, ob die Forderungen Auswirkungen auf den Arbeitsmarkt haben könnten. Vielen Dank, Herr Naumann vom BDA. Sie haben das Wort. Ja, vielen Dank, Dominik Naumann für die Bundesvereinigung der Deutschen Arbeitgeberverbände. Die Umwandlung der sozialen Pflegeversicherung in eine Vollkostendeckung lehnen wir ab. Das hat sowohl systemische als auch andere Gründe. Es fängt einmal damit an, dass wir hier natürlich in einem System der Zwangsabgaben sind. Und immer wenn wir erzwungene Sozialabgaben haben, müssen diese sich auf eine Basissicherung beschränken und den Beteiligten entsprechende Handlungsspielräume einräumen. Besonders relevant ist hier natürlich auch die Konsequenz, zu der das Ganze führt. In der Tat ist vor allem Kost und Logis, diese Bestandteile sind so oder so für im Grunde genommen jeden Menschen selbst zu leisten. Wenn im Fall einer Pflegebedürftigkeit hier Probleme und eine Bedürftigkeit eintritt, dann ist es vollkommen richtig, dass die Menschen eine Unterstützung erhalten. Aber das ist keine Pflegeleistung als Versicherungsleistung. Also hier muss man sehr genau unterscheiden. Und letzten Endes ist es tatsächlich so, wie auch Frau Dr. Kochskemper vorhin ausgeführt hat, den Ausführungen schließe ich mich an. Man muss sehen, welche Personengruppen dann entlastet werden und welche nicht. Das heißt, bei diesem Vorschlag würden noch nicht einmal die besonders hilfsbedürftigen Menschen entlastet. Denn wer ohne Wenn und Aber Hilfe zur Pflege beantragen muss und ein Sozialfall ist, dessen Situation wird sich dadurch nicht verändern, sondern tatsächlich käme die Entlastung bei Personen an, auf die hier mit Sicherheit aus sozialpolitischen Gründen gar nicht abgezielt wird, die so oder so kein Sozialfall sind. Und um noch auf die Arbeitsmarktwirkungen entsprechend einzugehen, insbesondere wenn man ja sieht, dass wenn innerhalb von 5 Jahren seit 2012 also die Leistungsausgaben um 2/3 zugenommen haben, da muss man doch sehen, dass also nach einer Studie auch der Prognos AG damit zu rechnen ist, dass jeder zusätzliche Beitragssatzpunkt über das ohne gesetzliche Änderungen sowieso zu erwartende Niveau im Jahr 2040 dann weitere 90.000 Beschäftigte kostet. Es gibt viele andere Studien, die konkreten Zahlen mögen bei verschiedenen Studien unterschiedlich sein, aber es gibt überhaupt keinen Zweifel, dass zu hohe Sozialbeiträge irgendwann auch Spuren auf dem Arbeitsmarkt hinterlassen. Vielen Dank. Vielen Dank. Die nächste Frage stellt die Fraktion Bündnis 90 Grüne, Frau Schulz-Asche. Vielen Dank. Meine Frage richtet sich an Frau Döring vom Deutschen Pflegerat. In der Stellungnahme des Deutschen Pflegerats heißt es, im Kontext der Forderung der Linken zu einem für die Pflegebedürftigen festgeschriebenen Eigenanteil der Pflegekosten, dass ein solcher Ansatz die Klärung einiger Fragen notwendig mache, zum Beispiel die Definition des Leistungsumfangs und dass es eine Herausforderung sei, die Leistung auf das, was individuell bedarfsgerecht ist, zu begrenzen, um eine ungebremste Ausweitung wünschenswerter Leistung zu verhindern. Ebenso heißt es, dass eine unabhängige Instanz dafür notwendig sei. Könnten Sie bitte noch mal ausführen, welche Voraussetzungen und möglichen Ansätze Sie im Deutschen Pflegerat sehen, um hier sinnvoll steuern zu können, Leistungen kollektiv und dann auch individuell festzulegen und wer das jeweils tun sollte oder könnte? Vielen Dank, Frau Döring vom Deutschen Pflegerat. Sie haben das Wort. Vielen Dank für die Frage, Frau Schulz-Asche.
Zurzeit ist es so, dass die Pflegeleistungen sich, die mögliche Erbringung der Pflegeleistungen sich nach den jeweiligen Personalstellenbemessungen, die in den Bundesländern sehr unterschiedlich sind, auch noch unterschiedlich an den Pflegegraden ausgerichtet, letztlich das ermöglichen, was überhaupt an Leistungen erbracht werden kann. Und wir wissen alle miteinander, dass diese Leistungen nicht die sind, die wirklich erforderlich sind. Wir erwarten, dass das pflegewissenschaftliche Gutachten, was im Moment erarbeitet wird, zur Festlegung von einem neuen einer Personalausstattung in der stationären Langzeitpflege, sich sehr wohl an den Fragen des NBA mit ausrichtet und gleichzeitig auch mit berücksichtigt, dass im § 4 des Pflegeberufegesetzes Pflege den Pflegebedarf feststellt. Wir erwarten also wirklich, dass es ein Personalbemessungssystem geben wird, was für die einzelnen Pflegegrade einen jeweiligen Korridor der Leistungszeit bringt. Und an der Stelle geht es wirklich um die Leistungszeit für die Erbringung der Leistungen nach SGB 11. Davon unabhängig müssen die SGB 5-Leistungen erhoben werden. Und die SGB 5-Leistungen, sprich medizinische Behandlungspflege, sind alles ärztlich angeordnete Leistungen, also nicht von der Pflege feststellbar, sondern von den Ärzten angeordnet und unbedingt zu erbringen, gegebenenfalls unter Weglassung von SGB 11-Leistungen, wenn sie denn bei einem Pflegebedürftigen gleichzeitig zutreffen. Von daher hoffen wir, dass es 2020 über dieses System dazu kommt. Die unabhängige Instanz, da sehen wir sehr wohl die Gutachten des MDK und an der Stelle natürlich beim MDK die Pflegefachpersonen, die da angestellt sind, weil die den Pflegebedarf feststellen können. Und ich hoffe, dass wir damit zu einem Instrument kommen, wo für den einzelnen Pflegebedürftigen gemessen an seinem Pflegegrad dann auch der Umfang der Pflegeleistungen einerseits festgestellt und andererseits begrenzt ist. Vielen Dank. Die nächste Frage stellt Frau Dittmar von der SPD-Fraktion. Ja, danke schön. Meine Frage geht an die Caritas, Frau Dr. Fix. Welchen Beitrag zur Entlastung der Versicherten erwarten Sie, wenn die Kosten für die medizinische Behandlungspflege systemkonform vollständig von der Krankenversicherung getragen werden? Vielen Dank, Frau Dr. Fix vom Caritas-Verband. Sie haben das Wort. Ja, Elisabeth Fix, Deutscher Caritas-Verband. Vielen Dank, Frau Dittmar, für die Frage. Also der Deutsche Caritas-Verband setzt sich ja schon seit Jahren, wenn nicht Jahrzehnten, für die Übernahme der Kosten der medizinischen Behandlungspflege in den vollstationären Einrichtungen aus dem SGB V ein. Und es gab im Verlaufe der Jahre einige Studien, die versucht haben, das Kostenvolumen einzuschätzen. Rotgang 2,6 bis 2,9 Milliarden Euro. Unser Fachverband, der Verband katholischer Altenhilfe, hat im letzten Jahr eine Studie vorgelegt, bei der er das Volumen mit 3 Milliarden Euro beziffert hat. Herr Weller hat die Zahl vorher auch schon genannt. Und sozusagen, wir erwarten eine Entlastungswirkung in dieser Höhe. Man muss konstatieren, dass die medizinische Behandlungspflege ja heute über den Pflegesatz kalkuliert wird und dass die Kosten aufgrund des begrenzten Zuschusses aus der Pflegeversicherung im Grunde sozusagen in mehreren hundert Euro für die Betroffenen auflaufen. Und somit hätte eine solche Entlastung von 3 Milliarden Euro schon eine sehr wertvolle Wirkung sozusagen für die Entlastung der Pflegebedürftigen. Ein erster Schritt ist sicherlich das Sofortprogramm Pflege mit 13.000 neuen Stellen und einem Kostenvolumen von ca. 650 Millionen Euro. Was wir vor diesem Hintergrund als ersten wichtigen Schritt begrüßen werden. Danke. Vielen Dank. Die nächste Frage stellt Frau Mark von der CDU-CSU-Fraktion. Dankeschön, Herr Vorsitzender. Ich frage nochmal Herrn Professor Dr. Thüsing. Der Antrag zielt auf die Finanzierung umfassender Tarifbindung im Pflegebereich. Vorgelagert ist aus unserer Sicht die Frage, wie eine umfassende Tarifbindung sichergestellt werden kann. Wie sehen Sie da den Handlungsbedarf? Vielen Dank, Herr Professor Dr. Thüsing. Sie haben das Wort. Gregor Thüsing, Universität Bonn. Herr Vorsitzender, sehr geehrte Damen und Herren, sehr herzlichen Dank für die Frage. In der Tat, der Antrag, wie er hier vorliegt, ist ja teilweise ein Wiedergänger, der ähnliche Fragen bereits in der Vergangenheit zur Diskussion gestellt hat. Wesentlich neu scheint mir aber zu sein, und darin sehe ich auch einen Verdienst, diese Frage noch einmal neu zur Diskussion gestellt zu haben, ist, wie kommen wir eigentlich zur flächendeckenden Tarifbindung, zur besseren
Arbeitsbedingungen in der Pflege. Und ich denke mir, das ist ein ganz maßgeblicher Faktor für den zukünftigen Erfolg der Pflege. Also nicht nur die Frage, wie verteilen wir die Lasten, die Kosten, die dadurch entstehen, sondern wie können wir Pflege hinreichend attraktiv machen, dass wir sie auch zukünftig gewährleisten können. Denn die AWO hat es eben schon deutlich gemacht, ganz maßgeblich für die Möglichkeit, überhaupt Pflege zur Verfügung zu stellen, ist es, dass man Pflegekräfte findet und auch gerade in den Bereichen, wo es vielleicht bislang in der Vergütung nicht so steht, wie wir uns alle wünschen. Deswegen ist es gut, dass die Linken in ihren Antrag aufgenommen haben, diesen Wunsch nach flächendeckender tariflicher Bezahlung. Das ist aber bislang vor allem ein Wunsch, nicht Faktum. Wir haben natürlich die dritte Verordnung. Das sind aber auf Grundlage des Arbeitnehmerentsendegesetzes, das ist aber nur ein Tarifmindestlohn in eine festgesetzte Größe. Wir haben Bereiche, die sind vollständig außen vor. Die häusliche Pflege hat keine solche Verordnung, die Arbeitnehmer schützt, sodass man sich fragen sollte, ob es nicht ergänzende Mittel geben kann, tarifliche Vergütungsstrukturen im Bereich der Pflege flächendeckend zu erreichen. Wenn man den Mut dazu hat, und ich glaube, das Ziel ist es wert, diesen Mut aufzubringen, dann sollte man allgemeiner darin fragen, ob zum Beispiel auch im Bereich der häuslichen Pflege nicht mehr getan werden kann, dass Arbeitsrecht tatsächlich eingehalten wird, dass Arbeitszeitrecht tatsächlich eingehalten werden kann. Ich habe mal mit meinem Lehrstuhl so eine kleine Studie versucht, mal für mich selber zu bekommen, ob das denn überhaupt mit dem, was so ein Anbieter verlangt, möglich ist, unter vollständiger Einhaltung des Arbeitszeitgesetzes diese Leistung zu erbringen für das Geld, was dafür verlangt wird. Mir fehlt die Fantasie bei einigen Angeboten, die ich da gesehen habe, aber da will ich mich zukünftig gern schlauer machen. Wichtig ist, momentan wird von einer Pflegeeinrichtung nur verlangt, dass sie die ortsübliche Vergütung zahlt. Diese ortsübliche Vergütung kann aber eine sein, die unter den einschlägigen Tarifverträgen sein. Und ich frage mich, wäre es nicht ein mutiger Schritt zu sagen, zukünftig wollen wir nicht die ortsübliche Vergütung für an einer Pflegeeinrichtung nach § 72 Absatz 3 SGB Römisch 11 verlangen, sondern die tarifliche Vergütung. Es bin nicht nur ich, der das vorschlägt. Klüger haben das auch vorgeschlagen. Ulrich Preis von der Universität Köln hat das, glaube ich, schon mal gesagt. Matthias Denzer, anderer Kollege, tönt in die gleiche Richtung. Das würde auch den Verdrängungswettbewerb nach unten ein wenig engen, denn dort, wo eine untere Vergütungslinie geschaffen wird, die nicht unterboten werden kann, in dem Moment kann eben der Preiswettbewerb nicht auf Lasten des Arbeitnehmers gehen. Deswegen glaube ich, da sollte man in der Tat noch mal drüber nachdenken. Man muss durchrechnen, was das kostet. Das gibt es nicht umsonst. Aber ich glaube, wenn man es durchgerechnet hat, kann man sich diese Frage noch einmal bewusster stellen und vielleicht dann zu differenzierteren Antworten kommen, als wir sie bislang haben. Herzlichen Dank. Vielen Dank, Herr Schneider von der AfD-Fraktion. Sie haben das Wort. Ja, ich möchte meine Frage auch richten an Herrn Professor Thüsing. Sie haben da jetzt eben schon ein paar Ideen gebracht, die wir eigentlich mit unserer Frage aufgreifen möchten. Stärkung der häuslichen Pflege, also der Pflege durch Familie und Angehörige, um den Pflegenotstand zu entlasten. Gleichzeitig müssen wir dann natürlich auch die zu Hause gepflegten Angehörigen vor Missbrauch oder vor Fehlbehandlung schützen. Halten Sie es für sinnvoll, dass wir tatsächlich die Aufwendungen, die zu Hause Pflegende erhalten, erhöhen, wenn wir gleichzeitig das Ganze flankieren durch ein System, das sicherstellt, dass durch Prüfungen beispielsweise, dass zu Hause dann auch tatsächlich ordentlich und anständig gepflegt wird? Vielen Dank, Herr Professor Dr. Thüsing. Sie haben das Wort. Gregor Thüsing, Universität Bonn. Es käme darauf an, die verschiedenen Effekte einmal abzuwägen. Ich bin Jurist und beschränke mich auf den Leisten, den ich gelernt habe, zu bedienen. Ich glaube, man muss natürlich in dem Moment, wo man häusliche Pflege so attraktiv macht, dass sie auch von denjenigen erbracht werden könnte, die dazu vielleicht nicht in dem notwendigen Umfang bereit sind oder es in dem erforderlichen Umfang nicht leisten können, dann muss ich mich fragen, setze ich das tatsächlich richtig ein? Ich habe bislang aus meiner begrenzten Erfahrung mit der Praxis nicht den Eindruck, dass das ein breitflächiges Problem ist. Aber in dem Moment, wo man dafür virulente Anzeichen sehen würde, müsste man dies in die zukünftige Planung mit einbeziehen. Vielen Dank. Die nächste Frage stellt Frau Heike Behrens von der SPD-Fraktion.
Vielen Dank. Und ich komme zum Anhörungsgegenstand zurück. Und meine Frage geht an den Vertreter von Verdi. Sie machen in Ihrer Stellungnahme auf Verwerfungen auf dem Markt der Altenpflege aufmerksam. Bitte schildern Sie diese und die Auswirkungen auf die Bezahlung des Pflegepersonals und erläutern Sie bitte, warum es flächendeckende Tarifbezahlung in der Pflege geben muss. Herr Erdmeier von Verdi, Sie haben das Wort. Dietmar Erdmeier von Verdi. Verdi geht davon aus, dass gesetzlich verbindliche Rahmenbedingungen notwendig sind, um insbesondere in der einheitlichen, bundeseinheitlichen Personalbemessung, aber auch mit flächentarifvertraglichen Vergütungsstrukturen, die notwendig sind, um den Wettbewerb nicht auf günstigen Löhnen und auf möglichst wenig Personal auszutragen. Verdi fordert den Wettbewerb auf die Qualität der Versorgung zu richten. Und der Bundesgesetzgeber kann hier auch an dieser Stelle regulierend eingreifen. Im Februar 2018 hat ZDF Frontal 21 eine Reportage zu den Finanzinvestoren in der Altenpflege gesendet. Bei einer Stichprobe der 40 größten deutschen Pflegeheimbetreiber wurde deutlich, welche Rendite im Pflegemarkt möglich sind. Im Ergebnis erwirtschaften öffentlich-rechtliche Träger eine Gesamtkapitalrendite von durchschnittlich 2,8% laut dieses Berichts, frei gemeinnützige Heimträger 5% Rendite und kommerzielle Betreiber würden gar Renditen von 8,3% erwirtschaften. Laut diesem Bericht wurde noch mal deutlich, dass die kommerziellen Träger am Personal sparen würden. So würden öffentlich-rechtliche Heime durchschnittlich 62% des Umsatzes Personal ausgeben, frei gemeinnützige noch knapp 61% und kommerzielle Anbieter bezahlen gerade mal 50% des Umsatzes für Personal. Ein Gewinn vor Steuern von monatlich pro Bewohner bis zu 300 Euro seien laut dieses Berichts möglich. Verdi ist der Überzeugung, dass nur mit Tarifverträgen eine bessere Bezahlung und gute Arbeitsbedingungen in der Altenpflege zu erreichen sind. Nur mit einer flächendeckenden tarifvertraglichen Bezahlung können die Verwerfungen auf dem Arbeitsmarkt wie Lohndumping, Kostendruck, Flexibilisierung und Gewinnmaximierung trägerübergreifend gemindert werden. Also es muss sichergestellt werden, dass weder ausländische Investoren und Anbieter noch einzelne Unternehmen über Haustarifverträge sich diesem Tarifvertrag entziehen können. Wir schlagen auch einen klaren Weg vor, der für uns Vorrang hat. Also Verdi ist der Überzeugung, dass mit einer Rechtsverordnung nach § 7a Arbeitnehmerentsendegesetz am besten dieser Situation begegnet werden kann. Damit wird ein zwischen Arbeitgebern und Verdi vereinbarter Tarifvertrag über Mindestentgelte und Mindestregularien für weitere Arbeitsbedingungen auf die gesamte Altenpflege erstreckt. Mindestregularien für weitere Arbeitsbedingungen, also das dafür notwendige öffentliche Interesse ist aus unserer Sicht gegeben und die Tarifautonomie und ihre Ordnungs- und Befriedungsfunktion wird an dieser Stelle auch gewahrt. Ich möchte noch mal deutlich machen, über die Löhne haben wir vorhin schon mal kurz gesprochen, aber wir haben auch bei den Arbeitsbedingungen, insbesondere beim Jahresurlaub oder auch bei der Wochenarbeitszeit, große Fragestellungen. Und das würde auch deutlich zu Entlastungen führen, wenn wir doch da auf ein deutlich höheres Niveau kommen würden, beispielsweise, wie gesagt, beim Jahresurlaub oder bei der Vereinheitlichung der Wochenarbeitszeit. Vielen Dank. Vielen Dank. Die nächste Frage stellt Michael Henrich von der CDU-CSU-Fraktion. Ich würde meine Frage richten an die BDA, an den Herrn Naumann. Der Herr Dr. Thüsing hat ja schon einiges zur rechtspolitischen und verfassungsrechtlichen Umwidmung des Pflegevorsorgefonds ausgeführt. Ich frage Sie, was halten Sie von diesem Vorschlag der Antragsteller? Herr Naumann vom BDA, Sie haben das Wort. Herzlichen Dank, Dominik Naumann, für die Bundesvereinigung der Deutschen Arbeitgeberverbände. Ich schließe mich insofern nicht nur den juristischen, sondern insbesondere, was die Gerechtigkeitsfragen auch angeht, ausdrücklich der Einschätzung an, dass diese sogenannte Umwidmung, was ja ein intensiver Euphemismus ist, unbedingt zu unterbleiben hat. Der Pflegevorsorgefonds ist tatsächlich mit der klaren Zielsetzung gebildet, die Beitragszahler in der Zukunft zumindest ein Stück weit zu entlasten. Und an dieser
wirklich notwendigen Zweckbindung muss unbedingt festgehalten werden. Das geht hier also in der Tat um Generationengerechtigkeit. Wir haben hier mehrere Dimensionen der Gerechtigkeit. Und wenn wir sehen, wie die Sozialversicherungsbeiträge in den verschiedenen Zweigen dann in einigen Jahren sich entwickeln werden, dann wird es zwingend notwendig sein, zumindest ein Stück weit hier zu einer Stabilität zu kommen. Und deswegen darf es zu einer Umwidmung, was eine Zweckentfremdung der Mittel der Beitragszahler ist, auf keinen Fall kommen. Und das ist unbedingt abzulehnen. Danke. Vielen Dank. Ich erteile das Wort der Frau Westig von der FDP-Fraktion. Vielen Dank, Herr Vorsitzender. Meine Frage geht an den Einzelsachverständigen, Herrn Prof. Dr. Thüsing. Herr Prof. Thüsing, welche Folgen sehen Sie bei der Einführung einer Pflegevollversicherung für die in § 6 SGB XI festgeschriebene Eigenverantwortung? Vielen Dank, Herr Prof. Dr. Thüsing. Herr Vorsitzender, herzlichen Dank für diese Frage. In dem Moment, wo meine Kosten aus einer Pflegebedürftigkeit wachsen und gleichzeitig abgelagert werden können, weitergeleitet werden können auf eine Versichertengemeinschaft, in dem Moment sinkt mein Anreiz, mich selber darum zu bemühen, eine Pflegebedürftigkeit zu vermeiden. Und wird man natürlich selber schon aus vielen guten Gründen, die nichts mit der möglichen Kostentragung einer Pflegebedürftigkeit zu tun hat, versuchen, eine Pflegebedürftigkeit zu vermeiden, weil sie eine Einschränkung von Lebensqualität ist. Aber es ist doch die Frage, inwieweit dieser, wenn ich tatsächlich zu einer Vollversicherung gehe, wie weit es Gerechtigkeitsaspekten bedürft, diese ja in Stücken beeinflussbare Größe der Pflegebedürftigkeit einer versicherten Gemeinschaft vollständig überzuleiten, die eine Zwangsgemeinschaft ist. Ich glaube, die Diskussion, die am Anfang der Pflegeversicherung stand, wo man ja durchaus die Weichenstellungen schon vor Augen sah, Vollversicherung, Teilkasko oder das jetzige Modell, die Gründe, die damals zum Konsens geführt haben und in dem ist es ja damals beschlossen worden, diese Pflegeversicherung so auszurichten, wie sie ist. Diese Gründe sind heute keine andere. Das gesetzgeberische Konzept ist das Konzept, dass ich eben primär in Eigenverantwortung diese Pflegebedürftigkeit als Risiko in Kauf nehmen muss und dafür Vorsorge leisten muss. Die Pflegeversicherung hilft, das sozial abzusichern, aber es darf keinen vollständigen Perspektivenwechsel geben, dies zu einer Versicherung ähnlich der Krankenversicherung auszubauen. Vielen Dank. Die nächste Frage stellt Dr. Georg Kippels von der CDU-CSU-Fraktion. Vielen Dank. Die Frage richtet sich an Frau Dr. Koch-Skemper. Die Antragsteller begründen ihre Forderung ja damit, dass die Pflege zunehmend arm mache. Nun entnehme ich Ihrer Stellungnahme, dass von einer deutlichen Zunahme von Leistungsempfängern der Hilfe zur Pflege nicht die Rede sein kann. Könnten Sie das bitte erläutern? Frau Dr. Koch-Skemper, Sie haben das Wort. Susanna Koch-Skemper vom Institut der Deutschen Wirtschaft in Köln. Vielen Dank. In der Tat ist es so, dass zwar absolut betrachtet die Zahlen der Hilfeempfänger zugenommen haben, aber in der gleichen Zeit, wenn man sich jetzt den Zeitraum seit Einführung der Pflegeversicherung ansieht, auch die Zahlen der Pflegebedürftigen insgesamt gestiegen sind. Und setzt man die beiden Zahlen ins Verhältnis, also die Hilfe zur Pflegeempfänger und die Pflegebedürftigen insgesamt, dann sieht man, dass der Anteil eigentlich in den letzten 10 Jahren relativ stabil geblieben ist. Also auch dieser Anteil derjenigen, die stationär versorgt werden, ist bei diesen 30% in etwa geblieben über die letzten Jahrzehnte. Es scheint also zunächst nicht so zu sein, dass auf Bundesebene oder im bundesweiten Durchschnitt erkennbar ist, dass es hier ein enorm wachsendes Problem gibt. Das heißt jetzt nicht, dass es vielleicht mögliche regionale Probleme immer mal wieder gibt, gerade wenn in bestimmten Regionen Kosten stark ansteigen im Bereich der stationären Pflege. Gleichzeitig ist es auch so, dass das, wenn man noch genauer hinsieht, nicht für alle Altersgruppen unbedingt gilt. Also es scheint zumindest in den momentanen Zahlen so zu sein, dass gerade hochaltrig Pflegebedürftige eigentlich verhältnismäßig gut vorsorgen konnten für den Fall, dass sie pflegebedürftig werden. Problematischer ist es eher in der Gruppe der jüngeren Pflegebedürftigen, also so im Alter 40 bis 65 in etwa. Da sind
verhältnismäßig viele Menschen abhängig von der Hilfe zur Pflege. Das mag aber eben die Gründe haben, dass man in diesem Alter noch nicht gut genug vorsorgen konnte für den Fall, dass man pflegebedürftig wird. Wenn man dann also wenn es um Reform gehen soll, wäre eben auch noch mal zu berücksichtigen, wie sieht es denn in diesen Altersgruppen aus? Gibt es vielleicht spezielle Gruppen, die stärker gefährdet sind, in diese Hilfe zur Pflege abzurutschen als andere? Und wäre es da nicht erstmal sinnvoll, gezielte Maßnahmen in diesem Bereich zu ergreifen und eben nicht gleich die komplette Pflegeversicherung zu einer Vollversicherung beispielsweise auszubauen? Vielen Dank. Vielen Dank. Das Wort hat Frau Stamm-Fiebig von der SPD-Fraktion. Danke schön, Herr Vorsitzender. Ich habe noch mal eine Frage an den Herrn Weller vom GKV-Spitzenverband. Können Sie mir sagen, welche finanziellen Auswirkungen es Ihrer Ansicht nach der Übergang zu einer echten Teilkasko oder zu der von den Antragstellern geforderten Vollversicherung in der Pflege auf die Pflegeversicherung hat? Herr Weller vom GKV-Spitzenverband, Sie haben das Wort. Ja, vielen Dank für die Frage. Das ist eine für den GKV-Spitzenverband äußerst schwierig zu beantwortende Frage, weil wir ja eine paritätisch besetzte Selbstverwaltung haben. Und die politische Diskussion, die Sie hier führen, die gesellschaftspolitisch draußen geführt wird, die auch hier zum Trage gekommen ist, die schlägt voll durch auf den Verwaltungsrat des GKV-Spitzenverbandes, sodass wir keine Position dafür haben, Vollversicherung ja oder nein, Teilkaskoversicherung ja oder nein. Insofern haben wir auch keine Rechnungen oder Berechnungen angestellt, wie eine echte Teilkasko wie Herr Professor Rothgang in seinem Gutachten dargestellt hat, sich finanziell entwickeln würde, geschweige denn eine Pflegevollversicherung. Ich kann mit einer Antwort nicht dienen. Vielen Dank. Die nächste Frage stellt der stellvertretende Ausschussvorsitzende Harald Weinberg von der Fraktion Die Linke. Ja, vielen Dank, Herr Vorsitzender. Es ist schön, dass Sie das immer so betonen. Ich möchte mal einfach noch mal auf den Koalitionsvertrag selber, den wir ja haben, auch noch mal zu sprechen kommen und da die Auswirkungen von Frau Dr. Fix, Caritasverband, noch mal in Erfahrung bringen. Die Koalition will ja die Personalausstattung erhöhen. Die 13.000 sind da ja im Gespräch. Die Bezahlung der Pflegekräfte durch eine flächendeckende Tarifbindung verbessern, also Allgemeinverbindlichkeitserklärung und so weiter und so fort. Beides kostet auch Geld und erhöht ohne Gegensteuerung die Eigenbelastung der Heimbewohner. Wie kann die Einnahmebasis der Pflegeversicherung auf eine nachhaltige und tragfähige Grundlage gestellt werden, um das zu verhindern? Frau Dr. Fix, Sie haben das Wort. Ja, Elisabeth Fix, Deutscher Caritasverband, vielen Dank für die Frage. Herr Weinberg, ja, in der Tat, wirft sozusagen der Koalitionsvertrag mit seinen sehr guten Elementen die Frage auf, wie finanzieren wir das Ganze? Die Übernahme der Kosten der medizinischen Behandlungspflege in Höhe von 650 Millionen Euro werden aus dem SGB V finanziert. Angesichts sozusagen der gut gefüllten Kassen der Krankenversicherung dürfte das kein Problem darstellen. Es stellt sich aber natürlich die Frage, wie die Belastungen in der Pflegeversicherung zu finanzieren sind. Und da können wir seitens des Deutschen Caritasverbands uns durchaus vorstellen, den Pflegevorsorgefonds umzuwidmen, zumal er im Moment und auch auf absehbare Zeit Negativzinsen abwerfen wird und also nicht dazu beitragen kann in nennenswertem Maße. Das Ziel, was an sich sehr anerkennenswert ist, da stimme ich vollkommen mit Ihnen, Frau Kochskämper und Herrn Thüsing, überein, sozusagen hier eine generationengerechte Absicherung zu schaffen. Aber dieses Ziel wird er nicht leisten können. Das klang ja heute durchaus auch schon mehrfach an. Der zweite Punkt ist, ich glaube, wir müssen die Pflegeversicherung und die Krankenversicherung insgesamt auf eine breitere Basis stellen. Und da ist für den Deutschen Caritasverband schon das Modell, das Bürgerversicherung genannt wird und das wir eine einheitliche Versicherung nennen, von großer Relevanz, nämlich sozusagen die gesetzliche und die private Krankenversicherung miteinander in Wettbewerb zu bringen, aber unter gleichen Konditionen, mit dem gleichen Leistungskatalog und ohne, dass die private Versicherung weiterhin Risiko adjustierte Prämien nehmen kann. Und es ist natürlich auch über eine Erweiterung der Einnahmensbasis bei der Beitragsbemessung zu reden, nämlich durch Einbeziehung weiterer Einkommensarten. Vielen Dank. Vielen Dank. Das Wort hat jetzt Frau Schulz-Asche von der Fraktion Bündnis 90 Die Grünen.
Ja, herzlichen Dank. Meine Frage richtet sich nochmal an Frau Döring vom Deutschen Pflegerat. Der Deutsche Pflegerat spricht sich, wie wir das ja auch fordern als Grüne, dafür aus, die medizinische Behandlungspflege auch in stationären Einrichtungen aus der gesetzlichen Krankenversicherung zu finanzieren. Warum ist es Ihnen das besonders wichtig und wie schätzen Sie aus der Sicht der Praxis die Anmerkungen des GKV-Spitzenverbandes zu diesem Thema ein? Vielen Dank, Frau Döring vom Deutschen Pflegerat. Sie haben das Wort. Frau Schulz-Asche, vielen Dank für die Frage. Es ist ja hier schon vielfach angemerkt worden und es ist zu den Fragen, medizinische Behandlungspflege zu finanzieren, aus dem SGB V schon einiges gesagt worden. Grundsätzlich stimmt es nicht, dass die Leistungen jetzt aus der Pflegeversicherung mitfinanziert werden, sondern sie werden einfach zulasten der Leistungen der Pflegeversicherung wirklich erbracht. Ein ganz kurzes praktisches Beispiel, da ist jemand jetzt in Pflegegrad 2, hat also einen relativ niedrigeren Aufwand, der dann auch finanziert wird und ist aber Diabetiker mit einer hochaufwendigen Insulinbehandlung, die blutzuckerwertabhängig ist. Das kann schon zwischen 30 und 40 Minuten am Tag dauern. Das hieße für denjenigen, dass er keine Leistungen sonst noch bekommen kann, beziehungsweise es kommt aus dem Gesamttopf und geht dann zulasten anderer. Und an der Stelle ist es ganz wichtig, da bei all den Pflegesatzverhandlungen, da es überhaupt keine Größenordnung gibt, wie denn der Umfang für den Einzelnen und für die Bewohner einer Einrichtung an medizinischer Behandlungspflege ärztlich angeordneten Maßnahmen und damit sehr klar auch zeitlich erforderlichen Maßnahmen, dass da keinerlei Grundlagen dafür gibt, wird es einfach geleistet, weil es geleistet werden muss und ist nicht mitfinanziert. Und es muss endlich aus dem Topf finanziert werden, wie es in der ambulanten Pflege finanziert wird und wie es natürlich auch in den Krankenhäusern in der Akutpflege finanziert wird. Vielen Dank. Die nächste Frage stellt Professor Dr. Gerke von der AfD-Fraktion. In Anbetracht der Zeit eine kurze Frage an Herrn Professor Thüsing. Wir meinen, dass... Hat er nicht gesagt? Herr Professor Gerke, Sie müssen einen anderen Sachverständigen oder Sachverständige bemühen. Dann haben wir eine längere Frage. Das Professor Dr. Thüsing hat uns verlassen. Aber gut, das wäre eine Frage an den Deutschen Pflegerat. Und zwar, wir haben ja heute schon mehrfach Vorschläge gehört, alle pflegerelevanten Kosten von der Pflegeversicherung, dass sie übernommen werden sollen, also nicht nur Pauschalbeträge gezahlt werden. Und Sie schreiben in Ihrem Gutachten für uns schon erstaunlich, dass dadurch nicht nur die Eigenanteile sinken würden, sondern sogar ein Bürokratieabbau erreicht würde. Und meine Frage wäre, in welchem prozentualen Ausmaß wäre so ein Bürokratieabbau für möglich? Welche Abläufe möchten Sie entbürokratisieren? Und ist unsere Befürchtung begründet, dass gerade bei Umstellung auf Einzelleistungsabrechnung in der Pflegeversicherung eher mehr Bürokratie entstünde? Vielen Dank, Frau Döring. Sie haben das Wort. Vielen Dank für die Frage. Es geht ganz bestimmt nicht darum, dass in dem gesamten Bereich der SGB 11 Leistungen Einzelleistungen abgerechnet werden sollen, sondern da geht es um die Feststellung eines Pflegebedarfs auch in Paketen und in dann Finanzierungen von Pflegesätzen und an der Stelle mit einem festen Eigenanteil, auf den der Versicherte sich verlassen kann. Und da entsteht keine weitere Bürokratie. Und bei den SGB-5-Leistungen wäre es dann zu verhandeln, wie dieses passiert, ob in Einzelleistungen wirklich wie in der ambulanten Pflege, da ja ärztliche Verordnungen vorliegen, auch in den stationären Einrichtungen in jedem Fall, oder ob es auch eventuell Komplexe gibt für bestimmte Gruppierungen von medizinischer Behandlungspflege. Und da wäre dann tatsächlich auch ein Bürokratieabbau. Ansonsten wäre der Bürokratieabbau höchstens in der Frage, wie weit muss ich jede einzelne Leistung, die ich erbracht habe, einzeln abhaken oder kommen wir wie in dem Entbürokratisierungsprojekt dazu, auch generell Leistungspakete abzuhaken oder zu sagen, das, was da geplant ist, ist erbracht und nur Leistungen, die nicht erbracht sind, werden begründet dargestellt. Vielen Dank. Die nächste Frage stellt der Kollege Dr. Roy Kühne von der CDU-CSU-Fraktion. Ja, danke, Herr Vorsitzender, für das Wort. Die Frage geht in dem BPA. Laut Ihrer Stellungnahme auf Seite 3 würde durch eine Festschreibung
der einrichtungseinheitlichen Eigenanteile gar nicht die steigende Belastung der Bewohnerinnen und Bewohner behoben werden können. Können Sie bitte das ganz kurz noch mal erläutern? Herr Maul vom BPA, Sie haben das Wort. Ja, vielen Dank, Herbert Maul vom BPA. Herr Dr. Kühne, der pflegebedingte Aufwand ist ein Teil der Entgelte, die verhandelt, vereinbart und berechnet werden. Daneben gibt es ja noch die Entgelte für Unterkunft, für Verpflegung und für Investitionskosten, die genau wie die Personalkosten auch Steigerungen unterworfen sind. Und insofern, wenn aus dem, was an Eigenanteil zu leisten ist, lediglich ein Drittel festgeschrieben würde, ist logisch, dass zwei Drittel davon nicht umfasst werden und entsprechend dann weiterhin steigen würden in ähnlichem Maße, wie das bei den Personalkosten auch ist. Die Unterscheidung nach Bundesländern ist dabei ja auch interessant. Würde man festschreiben, dass beispielsweise in Sachsen-Anhalt der gleiche Eigenanteil festgeschrieben wird wie in Bayern, führt das zu ganz erheblichen Verwerfungen, da im Moment die Entgelte sehr deutlich unterschiedlich sind, und zwar bei allen drei Entgeltbestandteilen. Dankeschön. Vielen Dank. Die nächste Frage stellt Emmy Zollner von der CDU-CSU-Fraktion, weil dankenswerterweise die SPD-Fraktion ihr Fragepotenzial komplett ausgeschöpft hat. Und zwar geht meine Frage an Frau Dr. Kochskemper. In Ihrer Stellungnahme führen Sie noch mal aus, dass insgesamt 2016 nur rund 2,7 Millionen Menschen eine Pflegezusatzversicherung tatsächlich abgeschlossen haben. Das sind natürlich zu wenige, gerade für die junge Generation. Wie glauben Sie, dass Sie Ihren Vorschlag dann auch tatsächlich in die Umsetzung bringen, dass eben mehr junge Leute sich eine private Säule an der Pflegeversicherung aufbauen? Vielen Dank, Frau Dr. Kochskemper. Sie haben das Wort. Susanna Kochskemper vom Institut der Deutschen Wirtschaft. Ja, da besteht in der Tat einfach noch ein bisschen Forschungsbedarf, auch um zu sehen, wie sieht überhaupt die Altersvorsorge und Pflegevorsorge insgesamt aus der Menschen. Denn es kann in der Tat auch sein, dass einige Personen ausreichend vorsorgen, allerdings nicht in einer Pflegezusatzversicherung, sondern beispielsweise über Immobilien, über andere Altersvorsorgeprodukte, die entsprechend umgewidmet werden können. Nichtsdestotrotz wäre hier darüber nachzudenken, ob es zusätzliche Anreize geben kann in der Pflegezusatzversicherung beispielsweise. Vielleicht auch hier nochmal im Bereich arbeitgeberspezifische Angebote möglicherweise, die eben als freiwillige Angebote oder zusätzliche Leistungen ja auch durchaus den Arbeitgeber attraktiv machen könnten. Die weitere Überlegung wäre eben, was gibt es für Altersvorsorgeprodukte, die sich auch für die Pflege umwidmen lassen? Sind die möglicherweise auch in einem bestimmten Bereich steuerlich zu fördern oder entsprechend nochmal zu prüfen zumindest, wie es in diesem Bereich überhaupt aussieht? Denn momentan konzentrieren wir uns doch sehr stark auf die Rente in diesem Bereich der zweiten und dritten Säule. Und die Frage wäre eben, gibt es hier auch Möglichkeiten, da noch mit Pflegezusatzversicherung oder eben geeigneten Produkten zu arbeiten und die weiter auszubauen? Das sind aber gerade erstmal so ein bisschen allgemeine Gedanken, die wir noch nicht weiter ausgeführt oder detailliert erarbeitet haben. Das ist nur so eine Anregung gewesen in der Stellungnahme. Vielen Dank. Vielen Dank. Ich sehe keinen weiteren Fragebedarf. Darf mich ganz herzlich bedanken. Wir sind am Ende unserer Anhörung angekommen. Darf mich ganz herzlich bedanken beim Ausschusssekretariat für die hervorragende Vorbereitung. Darf mich bedanken bei den fragestellenden Fraktionen für die präzise Formulierung konkreter Fragen und für die angemessene, gute Beantwortung, also zeitlich angemessene, hervorragende Beantwortung der Fragen durch die Sachverständigen und Verbände. Beende die Anhörung und wünsche Ihnen noch einen schönen Nachmittag. So, jetzt geht's.